Es gibt manchmal wohl Romane, die wird man irgendwie nicht los. Bei mir ist es Dracula von Bram Stoker. Es war das erste umfangreichere Video auf diesem Kanal, das ich zu diesem Roman gemacht habe. Und später habe ich noch mal einen Literaturquickie gemacht. Ein Literaturquickie ist ein kurzes Video von 5 bis 6 Minuten. Da geht es nicht um eine detaillierte Literaturbesprechung, sondern das ist eher eine Leseempfehlung. Bücher, die ich aus unterschiedlichsten Gründen für lesenswert halte, die empfehle ich in den Literaturquickies. Kurzporträts sind das praktisch. Und bei Dracula ist mit Sicherheit ein Grund seine extreme Wirkungsgeschichte, die er natürlich durch das Kino, durch die Spielfilme dann auch vor allen Dingen hatte, aber eben auch als Roman und weil dieser Vampir, der da entwickelt worden ist, dieser literarische Vampir, Schule gemacht hat, ein Modell war für weitere Vampire, Vampirgeschichten. Und weil das so ein ganz, ganz klassischer alter Horrorroman ist, mit allen möglichen Zutaten, die er sich selbst genommen hat, war er von anderen Romanen, aber auch da eben wahnsinnig stilbildend gewesen ist, sowohl für Kino als eben aber auch für literarische Weiterentwicklungen der Horrorliteratur. Also von daher ist Dracula aus der Weltliteratur gar nicht wegzudenken. Ja, und so habe ich mich eben mit dem Buch ein bisschen genauer beschäftigt. Ich habe dann auch mehrmals in meinem Leben gelesen in unterschiedlichsten Übersetzungen im Original und habe das mal verglichen. Und solche Geschichten hat mir immer großen Spaß gemacht. Eine ganz ähnliche Geschichte könnte euch der Florian erzählen vom Kanal Creepy Creatures Reviews. Das ist der Fantastik-Kanal hier auf YouTube. Vor allen Dingen ist Florian ein absoluter Horrorspezialist und anders als ich, der eher so zurückschaut und sich die Klassiker der Horrorliteratur genauer anschaut, ist er auch jemand, der sich absolut gut auskennt in der gegenwärtigen Literatur und der gegenwärtigen Horror-Genre-Literatur. Da ist er ein Fachmann. Und was liegt dann näher, als dass man sich zusammensetzt und aus unterschiedlichen Perspektiven, aber doch mit der gleichen Vorliebe über diesen Roman spricht? Und ich hatte schon mal ein kleines Auftaktvideo gestartet. Es geht ja nicht nur um Dracula, sondern er soll ja nur den Anfang machen einer längeren Reihe, die sich über eine gewisse Zeit auch erstrecken wird, denn wir wollen ja alle Romane aus der Bibliotheca Dracula hier besprechen in einer Art entspanntem Book Talk. Ja? Diese Reihe, die gab es hier eben auch im 2001 Verlag in 3 Bänden. Die ist es erschienen. Jeweils 3 Bücher sind darin enthalten, der klassischen Horrorliteratur. Tja, und auch der Florian hat sich schon auf seinem Kanal mit Dracula näher beschäftigt, denn er hatte einen langen Talk dazu mit verschiedenen Nutzern hier auf YouTube, die eben dann auch sich beteiligen konnten. Und dann hat man also sich unterhalten, einmal über den Roman, aber auch über die Verfilmungen, die unterschiedlichen Verfilmungen, die es da gegeben hat, und, und. Also, das war nun ziemlich klar, dass wir dann auch uns zusammensetzen wollten und nicht nur über diesen Roman, aber eben auch über diesen Dracula-Roman uns mal genauer unterhalten wollten. Das könnt ihr jetzt sehen, denn wenn ich habe dieses Video hier, das habe ich schon lange Zeit vorher produziert, wenn ich das veröffentliche, dann tue ich das zu dem Zeitpunkt, in dem auch der Buchtalk läuft. Der läuft aber nicht auf meinem Kanal, sondern auf dem Kanal vom Florian, nämlich Creepy Creatures Reviews. Und im Abspann dieses Videos hier werde ich auch das natürlich nochmal verlinken. Da könnt ihr also direkt drauf klicken. So geht es dann direkt weiter zu dem entsprechenden Talk. Es würde mich sehr freuen, wenn ihr erstens euch das natürlich anschaut und zweitens auch euren Senf dazugeben würdet in den Kommentaren. Denn letztlich wollen wir uns ja hier über fantastische Literatur austauschen. Deswegen machen wir die ganze Veranstaltung. Ich wünsche euch viel Spaß und würde mich freuen, wenn wir uns dann da wiedersehen würden auf Florians Kanal. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.